eine mechanische Gaming-Tastatur und eine Gaming-Maus für 100 Euro? Wir gucken uns das mal ein bisschen genauer an. Für einige von euch dürfte der Hersteller Sharkoon definitiv ein Begriff sein, denn die haben in Sachen Preis-Leistung immer richtige Brecher am Start, so wie zum Beispiel diese mechanische Tastatur, und zwar die Skiller Mac SGK1 und hier auch ganz neu die Skiller SGM1. Hierbei handelt es sich um waschechte Gaming-Produkte und ich habe die jetzt heute für euch mal im Hands-on. Wir starten jetzt mal mit der Maus. Und zwar handelt es sich hierbei um eine optische Gaming-Maus mit einer maximalen Auflösung von 10.800 dpi und RGB-Beleuchtung. Ich packe das Ding jetzt mal direkt für euch aus hier. Bin mal gespannt, wie es ausschaut. Ich hatte es vorher nämlich auch noch nicht in der Hand. Aber ich hatte mir das Ding einfach von Sharkoon mal ins Haus geholt, denn die Maus kostet lediglich 40 Euro, das ist die unverbindliche Preisempfehlung, die ist sogar teilweise schon günstiger zu haben. Und ich gucke jetzt mal hier rein, was denn so mitgeliefert wird für den Preis. Wir haben hier eine kleine Treiber-CD, damit ihr auch ohne Internet den Treiber installieren könnt, um dann Tastenkombinationen und so weiter einzustellen. Hier haben wir eine Transporttasche, also finde ich eigentlich ganz cool immer, selbst für diesen Preis. Und wir haben hier sogar noch Gleitfüße zum Auswechseln, auch eine sehr coole Sache. Liefert auch nicht jeder Hersteller mit, auch nicht alle Premium-Hersteller, Gottes Willen. Und hier haben wir dann die Maus selbst. Ihr könnt unschwer erkennen, hierbei handelt es sich um ein gesleevedes USB-Kabel. Kann man unschwer erkennen. Ausreichend lang auf jeden Fall. Und wir haben hier auch vergoldete Kontakte. Soll angeblich die Signalübertragung verbessern. Lässt sich jetzt drüber streiten. Und hier haben wir jetzt endlich mal die Maus an sich. Okay, die schaut relativ breit aus. Und wir haben hier an den Seiten Soft Touch, also ist nicht wirklich gummiert, aber Soft Touch lässt sich gut anfassen auf jeden Fall. Und wir haben hier an der Seite eine Daumenablage, hier dann auch wieder eine Fingerablage dazu. Dadurch wirkt die Maus sehr breit. Und was mir jetzt hier schon auffällt, sind 5 zusätzliche Daumentasten. Und hier soll man dann richtig hier mit der Maus, mit dem Daumen die zusätzlichen Maustasten bedienen können. Das hier an der Seite ist der DPI Indicator, also der zeigt euch an, in welcher DPI-Stufe ihr euch aktuell befindet, denn ihr könnt die DPI, 10.800 ist es ja, könnt ihr nämlich in Echtzeit über Tastendruck einfach ändern, je nach Situation also reagieren. Dann haben wir hier noch 2 zusätzliche Tasten, hoch und runter, das ist vermutlich der DPI-Umschalter. Dann haben wir hier ein fein gerastertes Mausrad, klickbar natürlich und besitzt auch die Tilt-Funktion, also wenn ich sie nach links oder rechts bewegen kann und dann praktisch einen vertikalen Bildlauf bekomme. Hier an der Unterseite sehen wir auch schon den optischen Sensor. Und hier ist auch noch ein Schiebeschalter. Oha, was ist das? Nichts. Ah, jetzt hat sehe ich's. Hier an der Seite, ja sehr cool. Genau, hier könnt ihr nämlich Gewichte reintun. Ganz coole Sache, die liefert Sharkoon auch mit. Damit könnt ihr insgesamt sind das 4 Gramm Gewichte, die könnt ihr dann einfach einsetzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also 24 Gramm, um 24 Gramm könnt ihr das Gewicht der Maus verändern, denn der eine mag gerne eine etwas schwerere Maushand haben, der andere dann wiederum wieder etwas leichter, das könnt ihr dann hier sogar ganz einfach für euch individuell regeln. Und dieses System an sich ist eigentlich auch ganz cool, funktioniert nämlich komplett ohne Werkzeug. Und ihr schiebt das hier ganz normal wieder rein, klickt und das ganze Ding hält. Sehr coole Sache und finde ich echt eine coole Sache, eine coole Ausstattung. Wie gesagt, inklusive Transporttasche, Gewichten,
wechselbaren Füßen, auch eine sehr coole Sache. Treiber, gut, braucht man jetzt nicht unbedingt. Manche beschweren sich aber, wenn sie keinen dabei haben. Finde ich eine sehr coole Sache. Für 40 Euro definitiv ein richtiger, richtiger Preis-Leistungshammer. Aber wie sich das Ding in der Praxis schlägt, kann ich aus dem rein Hands-On natürlich nicht sagen. Aber davor definitiv noch ein schriftlicher Test, den wir dann bestimmt auch noch verlinken werden. Aber wir haben ja noch was für euch dabei. Und zwar aus der gleichen Skiller-Serie haben wir eine mechanische Gaming-Tastatur. Dreimal zähle ich auch noch weg. So, hier SGK1. Das ist keine Rubber-Dome-Tastatur oder irgendwelche Hybrid oder irgendwelche Scissor, also Scherenschalter, sondern das sind tatsächlich waschechte mechanische Schalter. Hier in der braunen Schaltervariante. Aber genug gelabert, ich packe das Ding jetzt hier mal aus. Ich hatte es bisher auch noch nicht ausgepackt. Da ist das gute Stück. So, da gucken wir uns dann natürlich auch gleich an, was Sharkoon hier mitliefert. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 60 Euro. Und ja, viel mitgeliefert wird nicht. Aber jetzt schauen wir uns die Tastatur dann doch nochmal genauer an. So. Okay. Wo geht es auf? Was will es? So. Was einem natürlich sofort ins Auge sticht, ist, wir haben hier, wo ist es denn? Kein gesleeftes Kabel. Also es ist ein ganz normales, reguläres Kunststoffkabel. Aber dafür vergoldete Kontakte. Mir wäre ein gesleeftes Kabel lieber gewesen, aber gesleefte Kabel finde ich bei einer Maus eigentlich am wichtigsten. So, dann vom Design her. Also, es ist jetzt nicht mega verspielt. Wir haben hier, also am Tastaturfeld selbst, haben wir eine Aluminiumplatte, also die sich hier komplett bis hierhin durchzieht. Hier sind auch Sechskantschrauben drin, damit man das Ganze hier rausschrauben könnte. Ja. Und die Handballenauflage selbst, okay, lässt sich nicht abnehmen. Zerre ich nicht lieber noch dran rum. Lässt sich also nicht abnehmen. Hier an der Unterseite sehen wir, okay, wir haben hier eine klassische Höhenverstellung. Und da können wir das Ding einfach etwas höher oder einfach komplett flach betreiben. So, stellen wir das Ding mal hin. Wir haben hier relativ hochstehende Tasten und man kann es auch sehen, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist einfach, die Farbe der Beleuchtung kommt ein bisschen besser raus, schaut ein bisschen spektakulärer aus. Aber wenn ihr jetzt, machen viele, geben aber viele nicht zu, die essen über ihre Tastatur natürlich, dann sammelt sich da schon sehr viel Dreck an. Aber auf der anderen Seite, die Tasten lassen sich dann ganz einfach entnehmen, weil sie eben so hoch stehen, um sie dann einfach zu reinigen. Und ich nehme jetzt hier einfach mal die Escape-Taste ab. Das ist bei mechanischen Tastaturen ganz einfach möglich. Wir haben hier die Kreuzaufnahme. Und wer ganz genau hinschaut oder wenn die Kamera so hoch auflöst, dann sehen wir, dass es sich um mechanische Schalter aus dem Hause Kaihua handelt. Also es sind Keilschalter. Die sind, ja, ein bisschen ähnlich zu den Cherry MX-Schaltern. Ja, den Vergleich müssen Sie sich einfach gefallen lassen. Wir haben hier innen drin eine LED drin, die leuchtet in weiß. RGB ist bei dieser Tastatur und vor allem bei dieser Preisklasse nicht vorgesehen, ist ja klar. Dafür haben wir aber auch noch verschiedene Beleuchtungseffekte. Da ist bestimmt ein Atemeffekt dabei und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir hier, was haben wir hier denn noch an Besonderheiten? Wir haben hier die F-Tasten, die sind zum Beispiel mit verschiedenen Funktionen belegt, um die Beleuchtungsprofile umzustellen, beziehungsweise die Beleuchtungseffekte umzustellen. Und die Multimedia-Steuerung erfolgt hier über eine Dreifachbelegung, muss man schon sagen, der Zahlentasten hier. Hier haben wir einen Play-Button, Stopp. Lied weiter navigieren, lauter, leiser. Das funktioniert dann, indem man hier diese Sharkoon-Taste drückt und dann die Funktion auslöst. Ihr könnt die Windows-Taste sperren.
Und ihr könnt alternativ zum Beispiel auch hier WASD drauflegen, aber da tickt jeder Gamer natürlich anders. Gut, ansonsten, ja, also qualitativ gibt es jetzt nicht großartig viel zu meckern. Klar, es ist hauptsächlich Plastik wird hier natürlich verwendet, aber zum Preispunkt von 60 €, gut, da kann man jetzt nicht großartig irgendwie Aluminium verlangen. Aber ansonsten, auch vom Tippgefühl her, gibt es keine Einschränkungen. Hier wackelt nichts. Sauber verarbeitet worden auf jeden Fall das Ganze. Macht auf jeden Fall erstmal einen sehr positiven Eindruck. Und auch da wird es einen schriftlichen Test auf pcwelt.de geben. Ja, das war es jetzt auch schon mit den Hands-On von diesen beiden Preis-Leistungskrachern aus dem Hause Shakun. Die sind beide relativ neu. Und ich bin mal gespannt, was sie dann in der Praxis leisten. Der Test wird folgen, wie gesagt. Aber der erste Eindruck ist schon mal wirklich sehr, sehr gut. Vor allem bei der Maus, inklusive Gewichtsanpassung und RGB-Beleuchtung hatte ja auch. Sehr coole Sache. Und bei der Tastatur ein sehr cooles Tippgefühl. Da wird der schriftliche Test dann zeigen, was sie wirklich drauf haben. Aber wie gesagt, bisher bin ich eigentlich sehr gut. Sehr gut überrascht. Jetzt natürlich auch zu meiner Schlussfrage. Was benutzt ihr zu Hause denn auf eurem Gaming-Schreibtisch? Muss es bei euch eine mechanische Tastatur sein oder seid ihr zufrieden mit Rubber Dome und denkt euch, so viel Geld gebe ich sowieso nicht für eine Tastatur aus, wenn ich bloß damit zocken will? Was ist bei der Maus? Setzt ihr da auf Lasersensor, optischen Sensor, Kugelmaus? Nein, wahrscheinlich eher nicht, aber auf jeden Fall schreibt es in die Kommentare. Mich würde es interessieren, was denn bei euch so auf den Schreibtischen steht. Bis dahin, macht's gut.